Der steirische Tischlerbetrieb Zottler führt alle klassischen Bau- und Möbeltischlerarbeiten durch. Dafür vertraut er auf die durchgängig einsetzbaren Maschinen von Holzherr. Etwa 30 Kilometer nordöstlich der steirischen Hauptstadt Graz liegt die 4.300 Einwohner zählende Marktgemeinde Passail auf 650 Höhenmetern, mitten in der Region Almenland. In dieser beschaulichen Umgebung hat sich Tischlermeister Manfred Zottler mit seinem Betrieb vor rund 12 Jahren unter dem Firmennamen M. Zottler Tischlerei selbstständig gemacht. Für die Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz fertigt Zottler als Bau- und Möbeltischler hochwertige Einrichtungen für Wohnhäuser, Hotels und Restaurants sowie Kompletteinrichtungen für Senioren- und Pflegeheime oder Studentenwohnungen. In enger Zusammenarbeit mit Bauträgern oder Architekten entwickelt Zottler die Einrichtungen. Dabei sind die Kunden bereits in der Planungsphase mit eingebunden. Die voraussichtliche Auslastung durch die gewerblichen Stammkunden reicht bereits bis weit ins übernächste Jahr hinein. Laut Herrn Zottler ist das wirtschaftlich gesehen natürlich super, andererseits jedoch auch sehr stressig, da die Auftraggeber sehr enge Liefertermine vorgeben und das Team die Aufträge innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne genau eintakten muss. Und so arbeitet das 48 Mitarbeiter starke Team wie ein kleiner industrieller Serienfertiger. Einen Maschinenausfall kann man sich dabei nicht leisten. Um diesen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurde in den letzten 5 Jahren viel Zeit in effiziente Abläufe und viel Geld in moderne Maschinen investiert. Wie fand sich da der Weg zu Holzherr? Nach der Anfangsphase stand Herr Zottler vor rund 10 Jahren vor der Wahl, entweder eine alte Plattensäge für teures Geld technisch umzubauen oder eben gleich eine neue anzuschaffen. Das hat er dann vorausschauend getan. Über einen bestehenden Kontakt fand sich der Weg zu Holzherr. Und seit damals investierte Zottler regelmäßig in neue Maschinen des Maschinenherstellers. Die Arbeitssituation vor der Investition in ein automatisches Flächenlager war sehr zeitaufwendig und benötigte sehr häufig den Einsatz von Staplerverkehr auf kleinster Fläche in der Werkstatt. Hohe Plattenstapel standen überall in der Werkstatt verteilt und es mussten den ganzen Tag arbeitsintensiv Plattenstapel von der einen zur anderen Seite umgestapelt werden. Insbesondere die großformatigen Platten mussten mühevoll auf die Säge gezogen werden. Der Plattenbestand musste häufig manuell nachgezählt werden, um herauszufinden, ob noch ausreichende Bestände vorhanden waren. Häufig war der Weg zur richtigen Platte durch neue Plattenstapel verbaut. Bei der Arbeit mit dem Stapler kam es oft zu Materialbruch und die wertvollen Platten waren nicht mehr zu gebrauchen. Sicherheitstechnisch bedenkliche Abläufe stellten den Alltag dar. Mit dem umfangreichen Maschinenpark von Holzherr deckt die Tischlerei Zottler alle Bearbeitungsschritte für die in Serie gefertigten Werkstücke ab und schafft so einen durchgängigen Workflow. Die regelmäßig angelieferten Platten werden chaotisch oder sortenrein im Storemaster 5110 eingelagert, wandern dann auf Knopfdruck rasant mit einem Vakuumgreifer zum Zuschnitt auf die liegende Plattensäge Centrex 6220 und werden dann an den beiden CNC-Bearbeitungszentren ProMaster 7123 und Evolution 7405 gefräst und gebohrt. Das Kantenanleimen erledigt eine Acura 1566 Industry. Eine intelligente Lagersoftware weiß ganz genau, an welchem Platz die benötigten Platten im Storemaster gelagert sind, wie viel Material verbraucht wurde und auch was aktuell noch vorhanden ist. Startet ein Auftrag, schickt der Storemaster die Platte ohne Verzögerung los und positioniert sie exakt auf dem Maschinentisch der in das Lagersystem integrierten Plattenaufteilsäge, die dann das Material auf die gewünschten verschnittoptimierten Maße zuschneidet. Eine flotte Beschleunigung und Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu 150 Metern pro Minute sorgen für kurze Taktzeiten. Für die CNC-Bearbeitung, also Bohren, Fräsen, Sägen und Fertigformatieren,
kommen zwei Maschinen zum Einsatz. Das CNC-Bearbeitungszentrum ProMaster 7123. Unter anderem ausgestattet mit einem mitfahrenden Werkzeugwechsler mit 18 Plätzen. Und mit der Evolution 7405 steht ein absolut flexibles, vertikales CNC-Bearbeitungszentrum in der Werkstatt. Die Werkstückdicken stellen sich zwischen 8 und 70 mm automatisch ein. Die Werkstücke werden vollautomatisch von materialschonenden Vakuumsaugern positioniert und lassen sich ohne Umspannen von allen Seiten komplett bearbeiten. Beide Maschinen sorgen mit rasanten Vorschubgeschwindigkeiten für kurze Zykluszeiten. Die Qualität der Kanten spielt im Möbel- und Innenausbau eine immens wichtige Rolle. Einerseits soll die Kante dauerhaft halten, andererseits eine optisch nicht sichtbare Fuge bieten. Die Kunden der steirischen Tischlerei machen da keine Ausnahme. Laut Tischlermeister Zottler verlangen seine Kunden absolut präzise, wasser- und hitzefeste Kanten in Nullfugenoptik. Die Holzherrlösung konnte hier mit der Kantenanleimmaschine Acura 1566 Industry und dem von Holzherr entwickelten Kleberauftragssystem GlueJet überzeugen. Dabei wird dünnflüssiger PUR-Kleber über eine spezielle Auftragsdüse unter hohem Druck in die Plattenporen injiziert. Und es gelingt eine hochfeste Verbindung in Nullfugenoptik, die sich ohne weiteres mit einer industriellen Laserkante messen kann. Jährlich verarbeitet die Tischlerei Zottler etwa 300.000 Meter ABS-Kanten. Und laut Herrn Zottler werden die Ergebnisse wirklich richtig super.